In diesem Video sprechen wir über parallele Vektoren und über die beiden Begriffe Richtung und Orientierung. Ich habe dir unten in der Skizze drei Vektoren aufgezeichnet und ich denke, du kannst erkennen, dass die alle drei parallel sind. Jetzt kann man bei parallelen Vektoren die beiden Begriffe Richtung und Orientierung unterscheiden. Alle Vektoren haben dieselbe Richtung. Weil die mathematische Definition sagt uns, zwei Vektoren haben dieselbe Richtung, wenn w ist gleich r mal v. Das bedeutet, dass ein Vektor w ein Vielfaches vom Vektor v ist. Überprüfen wir das bei unseren zwei Vektoren v und w. Wir können die Komponenten von v ablesen. Die sind 2, 1. Und die Komponenten von w 4, 2. Jetzt schau dir kurz die beiden Vektoren an. Ist der Vektor v ein Vielfaches vom Vektor w? Gibt es eine Zahl r, mit der ich v multiplizieren kann, um auf den Vektor w zu kommen? (2 mal 2 ist 4) und 1 mal 2 ist 2. Das bedeutet, wir haben beide Komponenten unseres Vektors v mit 2 multipliziert und sind so auf den Vektor w gekommen. Das heißt also, sie haben die gleiche Richtung. Was bedeutet jetzt aber Orientierung? Diese beiden Vektoren haben dieselbe Orientierung, weil die Spitze in dieselbe Richtung zeigt. Ich weiß, das ist umgangssprachlich ein bisschen kompliziert, aber dieselbe Richtung haben sie, sobald sie parallel sind. Und dieselbe Orientierung haben Vektoren, wenn die Pfeilspitze in dieselbe Richtung zeigt. Und die mathematische Definition für Orientierung ist, zwei Vektoren haben dieselbe Orientierung, wenn der Vektor w ist ein Vielfaches vom Vektor v und dazu kommt die Bedingung, dass das Skalar, also die Zahl r, größer 0 gelten muss. Weil was passiert, wenn die Zahl kleiner wie 0 ist? Ein Beispiel. Wir haben hier unseren Vektor a. Und was passiert jetzt, wenn wir die Komponenten mit minus 1 multiplizieren? Dann bekommen wir unseren Gegenvektor. Und der Gegenvektor schaut in die andere Richtung. Das heißt, sobald wir mit einem Skalar kleiner 0 multiplizieren, ändert sich die Richtung und dann haben wir nicht mehr dieselbe Orientierung. Also, zusammengefasst, alle Vektoren, die parallel sind, haben dieselbe Richtung. Und ob Vektoren parallel sind oder nicht, kannst du überprüfen, ob sie ein Vielfaches voneinander sind. Und Vektoren haben dieselbe Orientierung, wenn die Pfeilspitzen in dieselbe Richtung zeigen. Das war's, ich freue mich aufs nächste Video.